Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Coop bietet Ihnen ein reichhaltiges Sortiment an frischen in- und ausländischen Weichkäse an. Einige davon werden wir jetzt Ihnen heute zeigen. Herr Hoffmann, Sie kennen sich bei den Weichkäse besonders gut aus. Wie unterscheiden wir alle diese vielen Sorten? Ja, es gibt tatsächlich hunderte von Weichkäse, die man grob in vier Gruppen einteilen kann. In Rotschmierkäse, in Blauschimmelkäse, in Frischkäse und vor allem in Weissschimmelkäse. Weissschimmelkäse, was gibt es jetzt da für Sorten? Dazu gehört zum Beispiel der Camembert, der Brie oder die Tom Vaudoise. Und wie ist das mit dieser weissen Schimmelrinde? Kann man die essen, gell? Auf jeden Fall. Der Schimmel der reift in diesen speziellen Reifekeller und ist sehr schmackhaft. Was sind das für Käsesorten? Das sind jetzt die Rotschmierkäse. Man kennt sie schon am herben Geruch. Die Rinde von dem Käse muss man allerdings vor dem Servieren sauber abschaben. Mhm, ist dann besser. Ja. Und das hier, Herr Hoffmann, das sind jetzt die Blauschimmelkäse? Richtig. Beim Coop kommen Sie den Gorgonzola über, den Castello, den berühmten Roquefort und weitere Sorten. Nebst dem gehört zum Coop-Sortiment natürlich eine Vielzahl von Frisch- und Dessertkäse, wie Hüttenkäse, Mozzarella, Doppelrahmkäse und weitere Spezialitäten. Und wie ist jetzt das bei den Weissschimmelkäse? Wie kann man feststellen, ob der genug reif ist? Weichkäse reift von außen nach innen. Je leichter der Käse am Fingerdruck nagelt, desto reifer und rezenter ist er. Aha, so einfach geht das. Ja. Dankeschön, Herr Hoffmann. Bitte. Sie können übrigens den Weichkäse auch daheim noch ausreifen lassen, wenn Sie ihn nämlich außerhalb vom Kühlschrank allerdings je nach dem gewünschten Reifegrad dort noch lagern. Und das kann man mit ein bisschen Fantasie und mit Weichkäse machen. Das Angebot an tiefgekühltem Gemüse, Fleisch und fixfertigen Menü wird bei Coop laufend erweitert. Um davon zu profitieren, braucht es natürlich die entsprechenden Einrichtungen. Coop gibt Ihnen jetzt Gelegenheit, einen Gefrierschrank oder eine Gefriertruhe besonders günstig anzuschaffen. Der Satrap-Kombischrank bietet nebst dem grossen Kühlschrank ein Gefrierfach mit 40 Liter Inhalt. Der Satrap-Gefrierschrank mit 100 Liter Inhalt braucht sehr wenig Platz. Das Modell mit 178 Liter Inhalt hat zwei Vorgefrierfächer. Und für grösste Platzansprüche empfiehlt sich die Satrap-Gefriertruhe. Sie bietet 240 Liter Nutzinhalt. Und jetzt möchte ich Ihnen noch eine süße Neuheit vorstellen von Arni. Es ist Jubiläumsschocke Giandino. Eine extra feine Milchschocke mit einer Füllung aus Gianduja und knusprigem Krokant. Diese Arni-Neuheit kommen Sie jetzt über in allen Coop-Läden. So, und jetzt schalten wir um in die Studioküche zum Coop-Rezept von dieser Woche. Eine süße, saftige Melone, ob als Vorspeise oder Dessert, ist doch immer etwas Gutes. Mein Vorschlag ist ein Dessert mit einfachsten Mitteln. Wir brauchen für 4 Personen 2 kalte Melonen, 2 Eiweiß und Zucker. Die Melone ist halbiert und ich nehme mit einem Löffel jetzt die Kerne raus. Das Eiweiß habe ich mit Zucker zu Schnee geschlagen und dressiere es jetzt in die Melone. Im Backofen bei 250 Grad Oberhitze schön goldgelb überbacken. Den Dessert sollten Sie sofort servieren. Das Rezept steht in der Coop-Zeitung, wie immer. Und was finden Sie zu meinem Vorschlag? Zu dem Dessert würde ich jetzt auch nicht Nein sagen. Auf Wiedersehen miteinander und noch einen schönen Abend. Und achten Sie jetzt noch auf die Aktionen wie jeden Mittwoch. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop alle Midi- und Frutina-Konfitüre im 450 Gramm und 430 Gramm Glas 40 Rappen günstiger. Kuchenteig 250 Gramm statt 1 Franken jetzt 80 Rappen und 500 Gramm statt 1,80 jetzt 1,40. Blätterteig 250 Gramm statt 1,10 jetzt 90 Rappen und 500 Gramm statt 2 Franken jetzt 1,60. 2 Schachteln Doppelrahmkäse Gerber Gala für nur 2,30. 1 Kilo Ofenmaltine statt 10,70 jetzt 9,70. 1 Kilo Nesquik statt 8,10 Franken jetzt 6,70. Und noch morgen, übermorgen und am Samstag 5 Kilo spanische Aprikosen nur 10,50 Franken. Auf Wiedersehen bis am nächsten Mittwoch.